ist, hört Kai Scheuren bei Köln. Hier lebt der 20-jährige Dennis bei seiner Oma Claudia. Er besucht die Pialet-Barski-Berufsschule in Frechen und macht eine Ausbildung zum Maurer. Mit seiner Freundin Larissa plant er eine gemeinsame Zukunft. Oma, haben wir noch Curry King? Es ist 4 Uhr morgens. Oma Claudia und Dennis' Freundin Larissa warten wie so oft auf Dennis. Ey, es ist schon 4 Uhr. Ey, wo bleibt er denn schon wieder die ganze Zeit? Ich kotze voll ab, ey. Ich schwöre, er ist doch voll nicht, ich sag mal so, nicht zuverlässig, weißt du? Ich schwöre, er ist schon mindestens so, ich übertreibe nicht, so 3000 Mal zu spät gekommen oder so. Das geht nicht, gib mir mal das. Voll diplomatisch, so. Marcel, hör mal zu, Der Kubiler, der stand die ganze Zeit vor der Tür. Der ist nicht reingekommen in die Diskothek, Tamcenter. Nein, der hat den Ausweis vergessen. Einfach so. Der Türsteher hat gesagt, leider gar nicht, du nicht. Was? Ich ruf später an, Marcel, ja? Ja, bis später, ciao. Ey, Dennis, hallo, sagst du einfach so hallo. Ey, Dennis, wir warten hier die ganze Zeit schon auf dich, ey. Hab mal ein bisschen Respekt, ey. Deine Oma, siehst du voll die alte Frau vielleicht, ey? Ja. Hab Respekt. Ja, Junge, du hast morgen früh Berufsschule. Ja, ich weiß. Ja, es ist 4 Uhr morgens hier. Ja. 4 Uhr morgens, ey. Du musst um 6 Uhr aufstehen. Ja, was denn? Dann hab ich doch noch 4 Stunden. Reg dich mal ab jetzt. Aber Dennis, 4 Stunden reichen dir doch nicht. Du bist doch immer müde, hast Bauchschmerzen nächsten Tag. Diesen Monat bin ich vielleicht 1, 2, 3, vielleicht 10 Mal zu spät gekommen oder nicht hingegangen in die Berufsschule, ne? Aber der Jünken, der kann mich halt auch nicht leiden, so. Der mag mich nicht. Ich weiß nicht warum. Ich habe dir nichts getan, so, ne? Es ist 6 Uhr morgens. Oma Claudia macht sich Sorgen, dass Dennis wieder mal die Berufsschule verschläft. Dennis, Schatz, aufstehen, du hast Berufsschule. Ich hab das nicht kaputt gemacht. Oma? Ey, Oma, bist du wahnsinnig oder was, ey? Du hast doch wohl nicht für alle, ey. Ich spring dich 1 Million Mal um. Lass mich in Ruhe, habe ich dir gesagt. Ach, der arme Junge hat es ja auch nicht immer leicht, ne? Jeden Morgen so früh aufstehen. Ja, der gibt sich ja wirklich Mühe. So ist es ja nicht, ne, der Junge. Nun steh auf, Junge. Du kommst zu spät. Mann, könnt ihr vielleicht mal ruhig sein? Könnt ihr vielleicht mal ein bisschen Respekt haben? Mein Handy weggeklingelt erst in 5 Minuten. Ey. Ich muss schlafen. Boah, jetzt fängt ihr auch noch an. Ihr geht mir so auf die Nerven. Das wollte ich euch jetzt nur mal an der Stelle sagen. So, ne? Ich wünsche, ihr wärt tot. Dennis! Trotz aller Bemühungen hat es Oma Claudia nicht geschafft, Dennis rechtzeitig zu wecken. Die Berufsschule hat vor 7 Stunden angefangen. Ich mag nicht die Billigen. Wo sind die Echten? Ja, da, Dennis, da sind genau die gleichen diese Zelebralien drin, ja, die du brauchst. Laber, lass mich nur zu morgens, echt. Was? Oh, Mann, ey. Was? Ja, bei meiner Oma. Bei meiner Oma, hör doch zu, du Otto. Hey, hab mal Respekt. Wieso? Nein. Ich? Bauchschmerzen. Ich hab gesagt, hör zu. Ja, Mann, richtig ab, ja. Echt, ey. Wer war denn? Das war der Herr Jünken von der Berufsschule, ey. Der geht mir voll auf die Nerven, so voll der Nazi. Dennis. Ja, es ist doch wahr, der kann mich nicht leiden, so. Echt. So nicht, ich hab gar nichts gemacht. Ach, okay. Larissa, wo warst du? Ja, hallo, ich komme vielleicht gerade von der Arbeit. Ey, ich hatte voll den Stress, ey. Kaffee kochen, kopieren, Kaffee kochen, ey. Ich kann nicht mehr, ey. Meine Nerven sind am Ende. Sie sind kaputt, definitiv, ey. Setz dich erst mal. Ja, dann sag das doch. Ich bin in der Kippe. Ja, hab ich doch, ey. Du warst wieder nicht bei der Berufsschule, stimmt das? Doch. Natürlich, du kannst meine Oma fragen, ne? Oma, ich war da. Ne? Ja, also ja, ey, ich weiß auch nicht so, ne? Ist irgendwie manchmal so ein bisschen die Enttäuschung für mich, so, ne? Du vertraust mir nicht. Du denkst immer, ich lüge den ganzen Tag. So, ja, ne? Aber der Dennis ist ja eigentlich gar nicht so faul, ja? Er hat eigentlich voll den guten Charakter. Ich kann mich auch voll auf ihn verlassen, also so manchmal. Ich weiß, wie er ist. Wir sind doch schon voll lange zusammen, so 5 Monate oder so. Und ich finde es sehr gut, dass er eine Ausbildung macht als ein Maurer. Weil dann kann er mir auch bald ein Haus bauen. Ist ja so.